Meine Damen und Herren, ich heiße Sie willkommen zu dieser. Meine Damen, noch einmal. Meine Damen und Herren, ich heiße Sie willkommen zu dieser Werbesendung auf dem Verzettler-Kanal. Ich würde dann gleich einmal anfangen. Also fangen wir an mit dem ersten wunderbaren Stück, das ich heute für Sie habe und das Sie gewinnen können, wenn Sie mir ein ganz einfaches Rätsel lösen. Wenn Sie mir ganz einfache Antworten geben, zu denen ich aber gleich noch komme. Ich würde sagen, erst einmal präsentiere ich Ihnen, was es heute so Tolles zu gewinnen gibt. Nummer 1 für alle Fans von Horrorspiele. Ein wunderbares Stück. Etwas, das Sie so kein zweites Mal bekommen. Ich garantiere es Ihnen. Alle Freunde, die Sie haben, die Horrorspiele mögen, werden Sie dafür sehr, sehr beneiden. Es ist das Premium Wallet von Metro Exodus aus dem Spiel Metro Exodus, der Metro-Reihe, die es ja auch als Bücherreihe bzw. dementsprechend auch als Hörbuchreihe gibt. Kann ich nur empfehlen, ist wunderbar. Zwar nicht unbedingt etwas für Spieler mit meinem Skill, denn wenn man mal ehrlich ist, habe ich keinen, aber es ist wunderbar und ich zeige es gerne hier ganz deutlich in die Kamera. Ein Wallet von Metro Exodus mit der Metro-Karte drauf. Ist das nicht unglaublich, meine Damen und Herren? Es ist einfach zu gut, um wahr zu sein, das sage ich Ihnen. Und wissen Sie, was noch besser wäre, um als wahr zu sein? Wenn Sie jetzt anrufen, meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt anrufen, und jetzt ist der große Moment gekommen, an dem ich das erste Mal die Nummer verkünde, an der Sie, die Sie anrufen könnten, und dann könnten Sie hier teilnehmen. Und zwar ist das, jetzt wahr? Ich kriege das wirklich nur in Buchstaben angezeigt. Na okay. Sie müssen sich jetzt vorstellen, ja, ich habe ja noch ein Telefon, wo auf den Tasten auch die Buchstaben stehen. Wissen Sie, kennen Sie das noch von früher, von diesen Nokia-Handys, diesen unkaputtbaren Nokia-Handys? Ich weiß gar nicht, ob es das heutzutage noch gibt, so Tastenfelder an Handys, aber damals diese unzerstörbaren Dinger. Aber egal, darum soll es hier gar nicht gehen. Die Nummer ist 01123. Echt jetzt. ECHTJETZT. Oder, um es mit den Nummern auf dem Telefon zu sagen, das wäre dann die 3243853898. Warten Sie, das notiere ich mir selber kurz. Ich habe mich mal wieder wunderbar vorbereitet, wie man es von mir kennt. Genau, und zwar wiederhole ich das gerne nochmal, das ist echt jetzt oder auch 01123 3248 53898. Dort können Sie jetzt anrufen und jetzt dieses wunderbare Portemonnaie gewinnen. Und zwar, wenn Sie folgende Frage beantworten, die ich am Ende dieses Videos auflösen werde, nämlich, beziehungsweise folgendes Rätsel lösen, nennen Sie mir einen Monat, der nicht Dezember ist, und der mit D anfängt. Und jetzt stellen Sie sich vor, ja, ich habe schon vorher Telefonanrufe bekommen und dort wurde immer Dezember genannt. Ich kann es nicht verstehen, als ob Dezember ein wirklicher Monat wäre. Ich bitte Sie, Dezember, das ist doch einfach nur Verarsche, wie mich die Leute verarschen wollen. Das kommt mir ja fast schon böswillig vor. Nein, 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 so geht das nicht. Das sage ich Ihnen, so geht das nicht. Nicht mit mir. So verarschen Sie mich nicht. So kriegen Sie hier gar nichts.
Das nächste wunderbare Stück, ebenfalls etwas für Horrorliebhaber, aber natürlich auch für jeden anderen, weil ich finde, es sieht einfach nur cool aus. Ich hätte es gern selbst, wenn ich ehrlich bin, ist dieser Freitag, der 13. Everyday Killing Sticker. Mit Jason Voorhees drauf. Natürlich mit Jason Voorhees. Jason Voorhees ist der Star von Freitag der 13. Jason Voorhees ist derjenige, um den es die ganze Zeit geht. Das ist der coolste Dude auf Erden, sage ich Ihnen. Und Sie können ihn jetzt als Sticker haben. Ist das nicht unglaublich? Das ist doch fantastisch. Oder ein fantastisches Geschenk für jeden. Und wissen Sie was? Ich würde es Ihnen sowas von gerne schenken. Dafür müssen Sie nur dieses Rätsel beantworten. 12 Monate, die mit D anfangen. Oder zumindest einer dieser Monate. Je nachdem können Sie mal mehr, mal weniger gewinnen. Wenn Sie mir mehr nennen können, gewinnen Sie natürlich auch mehr. So. Nummer 3. Endlich mal etwas für Leute, die nicht nur Horrorfans sind. Ich habe so lange darauf gewartet, dass ich das hier präsentieren darf. Es ist wirklich unglaublich. Und zwar, warten Sie, ich muss es noch von seiner Verpackung etwas befreien. Es ist eine Bowle. Und zwar ist es diese Ski-Bowle. Hier sehen Sie es, Ski. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber ich finde, es sieht ganz niedlich aus. Vor allen Dingen mit dieser niedlichen Putzekatze drauf. Ist das nicht fantastisch, meine Damen und Herren? Und Sie können es gewinnen. Sie können es gewinnen. Und dafür müssen Sie nicht viel tun. Dafür müssen Sie einfach nur das Telefon in die Hand nehmen. Und dann müssen Sie einfach nur wählen. Jetzt sage ich es und vielleicht blende ich es auch nochmal unten ein, aber wahrscheinlich eher weniger. 01123, echt jetzt, oder 01123 3248 53898. Das sage ich Ihnen. Rufen Sie da jetzt an und nennen Sie mir mindestens einen Monat, der mit D beginnt, aber nicht Dezember ist. Dann können Sie das sofort gewinnen. Und wissen Sie was, dann lege ich sogar noch mal was drauf. Und das, obwohl Sie mir nur eine richtige Antwort im Zweifelsfall genannt haben. Dann lege ich nämlich noch Folgendes drauf. Wir sind wieder im Horrorbereich aktiv, denn ich denke mal, wenn Ihnen Manga oder sowas gefällt, dann gefällt Ihnen mit Sicherheit auch Horror. Denn für mich ist das dasselbe. Manga ist für mich Horror. Verstehen Sie, was ich damit meine? Es gefällt mir und deswegen ist es für mich genauso wie Horror, denn Horror gefällt mir auch. Und zwar, was es hier noch zu gewinnen gäbe, wäre dies hier, dieses Schmuckstück mit Chucky und mit der Puppe aus Saw. Ich weiß gar nicht, hat die wirklich einen Namen gehabt? Ich habe gerade keine Ahnung. Ich glaube Billy. Billy wurde sie mal genannt. Mit Chucky und Billy. Sehen Sie, und darunter steht Let's Play und die beiden haben Controller in der Hand. Das ist doch passend, meine Damen und Herren. Das ist doch einfach nur passend. Das ist doch fantastisch und ein fantastisches Weihnachtsgeschenk, sage ich Ihnen. Oder vielleicht kennen Sie auch jemanden, der im Dezember Geburtstag hat. Wissen Sie, die Lieferung kann etwas dauern, deswegen sage ich mal lieber Dezember. Aber naja, vielleicht kennen Sie da eher jemanden, irgendeinen Horrorfan, dem wird das schon gefallen. Und vielleicht ist das auch nicht nur was für Horrorfans, sondern auch für Gaming-Fans. Das muss man doch mal so sehen. Denn ich zeige es gerne nochmal, die beiden haben Controller in den Händen. Ist das nicht fantastisch? Ja, meine Damen und Herren, es ist einfach unglaublich, dass die beiden Sachen hier, ich versuche sie nochmal nebeneinander darzustellen, diese beiden Sachen hier, die können Sie gewinnen. Ja, die können Sie gewinnen, wenn Sie mir einfach nur mindestens einen Monat mit dem Anfangsbuchstaben D nennen, der aber nicht Dezember ist. So einfach ist das. Ich sage Ihnen, so einfach kommen Sie nie wieder an so etwas. Nie wieder. Verzetteler Ehrenwort. Verzetteler Ehrenwort. Unglaublich. Ich sag's Ihnen. Nächstes Stück. Nächstes Ausstellungsstück sozusagen. Das kommt mir hier vor wie eine Ausstellung. Denn solche schönen Sachen gibt es normalerweise nur in einer Ausstellung zu sehen. Das ist diese
Diese Dame, ich musste mal kurz nachschauen, diese Dame, die Sie hier unten sehen, die Sie hier unten sehen, ich darf es natürlich jetzt nicht aus Hygienegründen und so, können Sie ja verstehen. Ich habe es aber trotzdem mal, keine Sorge, es wird nachher wieder zusammengeklebt und alles desinfiziert, auch diese Plastiktüte. Diese Dame hier, ich sag Ihnen, die können Sie zusammenbauen. Mit diesen beiden Sachen ist das nicht unglaublich. Das erinnert mich sofort an meine Kindheit. Das erinnert mich sofort an Ü-Eier. Ich kenne das sonst nur von Ü-Eiern, aber in diesem Fall brauchen Sie gar keine Ü-Eier. Sie müssen noch nicht mal unbedingt Eier haben, um das zu kaufen. Sie können natürlich auch eine Frau sein. Beziehungsweise, was heißt zu kaufen? Ha, ich habe mich versprochen, das Geschenk zu bekommen. Wissen Sie was? Wissen Sie was? Wissen Sie was? Wir machen jetzt mal einen Trick daraus. Ich sage Ihnen, wenn Ihr aktuelles Alter eine 6 beinhaltet, dann kriegen Sie auf jeden Fall das hier, denn das ist etwas für alle 6-Jährigen, 16-Jährigen, 26-Jährigen, 36-Jährigen, egal, vielleicht sind Sie auch schon 60, aber ich garantiere Ihnen, das wird Ihnen trotzdem gefallen. Das werden Sie fantastisch finden, das werden Sie sich sofort irgendwo hinstellen wollen. Und dafür müssen Sie nichts weiter machen, als erst einmal 01123, echt jetzt, ECHTJETZT anzurufen oder auch 01123 324 853 898. Ja, das sage ich Ihnen. Sie müssen nur das tun und dann muss Ihr Alter noch die 6 beinhalten und dann kriegen Sie sofort das hier. Schnellstmöglich zugestellt, Sie werden unglaubliche Freude daran haben. Ich sage es Ihnen. Wer hat keine Freude an, wer auch immer diese Schrift hier lesen kann? Next. Wir sind mal wieder im asiatischen Bereich. Denn da gibt es ja so viel Wunderbares. Und zwar zum Beispiel diese Acryl-Dinger hier von Acryl-Magneten sind das, glaube ich, zu Goblin Slayer. Unglaublich. Habe ich nie gesehen, aber ich habe mir sagen lassen, dass das unglaublich ist. Und schauen Sie sich das an, wie schön das ausgearbeitet ist. Wie schön, wie wunderbar diese Magneten ausgearbeitet sind. Es ist doch unglaublich. Wer möchte nicht solche Magneten haben? Ich sag es Ihnen, mit diesen Magneten sind Sie auf jeder Feier, die Sie bei sich zu Hause haben, wenn Sie die am Kühlschrank hängen haben, Sie sind der Allerschärfste. Jede Frau wird Sie anmachen wollen, lieber Herr, wer auch immer Sie sind. Jede Frau wird Sie auf den Fleck weg heiraten wollen, wenn sie nur diese Acrylmagnete an ihrem Kühlschrank sieht. Deswegen zögern Sie nicht, mein Herr oder auch meine Dame, denn das geht natürlich umgekehrt mit den Geschlechtern genauso gut mit den Geschlechtern. Mit den Geschlechtern, Horrorbereich kommen wir gleich wieder zu. Mit den Geschlechtern geht das genauso andersrum. Auch wenn Sie eine Frau sind und Sie wollen einen Mann unbedingt abschleppen, Sie wissen aber nicht wie. Laden Sie ihn zu sich nach Hause ein, zeigen Sie ihm Ihren Kühlschrank, zeigen Sie ihm, was daran klebt, was daran befestigt ist, nämlich diese Acrylmagneten und er wird Sie auf den Fleck weg heiraten wollen. So leicht sind Sie noch nie an eine feste Beziehung geraten, das schwöre ich Ihnen. So leicht hat Sie noch nie jemand gemacht. Die Dinger sind magisch. Deswegen rufen Sie jetzt an unter 01123 234 853 898. Jetzt habe ich ein bisschen gespuckt, das tut mir leid, das ist die Euphorie. Oder auch 01123, echt jetzt, also ECHTJETZT. Ich sage Ihnen, es ist magisch. Wer kennt das nicht? Man denkt sich,
Ich will mal nicht das übliche abends machen. Ich will mal wieder ein Buch in die Hand nehmen. Und dann haben sie ein großes Problem, denn da sind ja gar keine Bilder drin. Da sind überall keine Bilder drin. Da sind ja nur Buchstaben. Wer will denn sowas? Da kann man sich ja gleich ein Hörbuch anhören. Deswegen biete ich Ihnen jetzt etwas an, was es normalerweise nicht als Hörbuch gibt und was auch sehr viele Bilder drin hat. Nämlich das hier. Das ist Elenas Reise. Also Volume 1. Also Teil 1. Schauen Sie mal. Hier, nur mal als Beispiel, ja. Und da ist ja noch mehr drin, was ich vorher selbst noch gar nicht gesehen habe. Schauen Sie mal. Hier, so etwas. Das liebt ihr Auge. Ich sag's Ihnen. Danach wird sie keine Frau heiraten wollen. Danach wird sie ihr Auge heiraten wollen. Stellen Sie sich das mal vor. Ihr eigenes Auge will sie heiraten. Unglaublich. Nicht nur ihr Auge. Alle Organe ihres Körpers werden sie auf einmal heiraten wollen. Es wird vor Heiratsanfragen so sehr wimmeln. Sie wissen gar nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht. Ich sag's Ihnen. Inklusive Augen und Mund und Nase und so weiter und so fort. Dann steht ihnen nämlich die Nase so schräg wie mir hier im Gesicht. Ich sag's Ihnen. So einfach. Das ist wieder Magie. Und hier, die kriegen sie noch dazu, wenn sie gleich bestellen. Ja, diese, ich hätte jetzt mal, ja, einfach diese Karten. Hier, schauen Sie mal. Hier. Wunderbar. Oh, toll. Hier. Fantastisch. Oh, in diese Frau kann man sich doch nur verlieben, oder? Oh. Der hat bestimmt Glück bei den Damen. Hau. Magie. Das sieht doch nach Magie aus oder nach einem Kämpfer oder nach einem Kämpfer mit Magie oder was weiß ich. Fantastisch, ich sag's Ihnen. Gut, dieses Bild fällt mir gerade auf. Das kann man natürlich auch als Vorlage für Sie wissen schon was verwenden. Aber das hier soll ja eine Sendung für die ganze Familie sein, deswegen vertiefe ich dieses Thema jetzt nicht weiter. Und alles, ich sag es noch einmal, ich wiederhole mich ständig, ich weiß, aber ich sage es lieber noch einmal. Wissen Sie, so ist nun mal die Kultur bei uns im Sender, dass man solche Dinge ständig wiederholt, die eigentlich selbstverständlich sind. Sie müssen nur anrufen. Also ich halte sie nicht für doof, das müssen sie jetzt verstehen. Sie müssen das differenziert betrachten. Ja, ich halte sie nicht für doof, das hier ist einfach nur, ich muss mich an die Regeln halten. Ja, ich bin hier noch relativ neu, deswegen achtet man bei mir ganz besonders darauf. Deswegen bin ich zu sowas gezwungen. Bitte holen Sie mich hier auf, ich bin zu allem gezwungen. Egal. So, Sie müssen einfach nur unter 01123 echt jetzt oder 01123 324 853 898 anrufen und Sie können das sofort gewinnen, wenn Sie mir nur einen Buchstaben, wenn Sie mir nur einen Monat nennen, der mit D beginnt. Insgesamt suche ich hier 12 Monate, aber es würde theoretisch reichen, um zumindest einen Gegenstand zu gewinnen, wenn Sie mir auch nur einen Monat nennen. Denken Sie darüber nach, es ist nicht schwierig. Ach so, und dieser Monat ist nicht Dezember, sage ich lieber nochmal dazu. Es gab nämlich schon viele Anrufer hier, die gesagt haben, Dezember, was für ein Blödsinn. Wie kommt man denn auf sowas? Es geht noch weiter im Manga-Bereich. Und zwar mit dem Ding hier zu Persona 5. Da sieht man's. Das ist ein Oversized Collectible Pin. Ein Oversized Collectible Pin. Ach, jetzt weiß ich auch mal, was mit Pin gemeint ist. Ich dachte, damit wäre die ganze Zeit, damit wäre ein Stift gemeint und habe das hier angesehen und dachte mir so, hä, was? Ein Pin. Stellen Sie sich mal vor, ja? Stellen Sie sich vor,
Sie pinnen sich das hier an ihren Anzug. Stellen Sie sich vor, Sie haben so ein Sakko wie ich hier an, ja? Ja, kann man jetzt farblich nicht so ganz unterscheiden, aber das ist ein Sakko, das ich hier trage. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie pinnen das Ding hier dran und ziehen das dann zur nächsten Firmenfeier an. Meine Damen und Herren, das richtet sich auch an beide Geschlechter, ja, meine Damen und Herren, dann eben nicht an das Sakko, dann an die Bluse. Sie werden damit der allerletzte Schrei sein. Der allerletzte Schrei, ich sag es Ihnen. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht zu euphorisch werde, dass ich das Ding hier nicht kaputt mache. Der allerletzte Schrei, Ihr eigener Chef wird Sie beneiden. Sie kommen vielleicht mit Ihrem Anzug, der maximal 200 oder 300 Euro gekostet hat, ja, oder na, ein ganzer Anzug hat vielleicht ein bisschen mehr gekostet, Sie wissen, was ich meine. Und Ihr Chef kommt da mit seinem 10.000 Euro Anzug, aber der kann weggehen mit seinem blöden Anzug. Wenn Sie das hier mit dabei haben, nämlich diesen Pin, dann wird selbst er Sie beneiden, er wird Sie anflehen, er wird vor Ihnen auf die im Staub kriechen und Sie darum bitten. Er wird, ach, was heißt bitten, das ist ja gar kein Ausdruck, er wird darum betteln, dass Sie ihm das hier übergeben. Er wird die 10.000 Euro, die er für seinen Anzug bezahlt hat, ja, die wird er nochmal bereit sein, um diesen Pin zu bekommen. Ich sag's Ihnen, so ist es einfach. Deswegen rufen Sie jetzt an. Ich wiederhole es noch einmal. Rufen Sie jetzt an. Unter 01123 echt jetzt. ECHTJETZT. Oder auch 01123324853898. Und nennen Sie mir einen Monat, der nicht Dezember ist, der aber mit D anfängt. Ich sag's Ihnen, es ist total einfach. Also ich hab gelacht, als ich diese Antwortmöglichkeiten das erste Mal gesehen habe. So einfach ist das. Übrigens können Sie auch online teilnehmen. Ja, das unterscheidet uns von anderen Anbietern in dieser Richtung. Sie können bei uns auch online teilnehmen. Gehen Sie einfach jetzt, öffnen Sie jetzt Ihren Browser, falls der nicht eh schon offen ist, und gehen Sie auf www.istdaswirklichdeinernst.de. Oder auch www.ist-das-wirklich-dein-ernst.de. Und nehmen Sie jetzt online dran teil. Sie müssen sich das mal vorstellen. Sie müssen noch nicht mal anrufen. Vielleicht sind Sie ja absolut schüchtern. Sie können auch einfach online einen Bogen ausfüllen und dann damit teilnehmen. Stellen Sie sich das vor. Ich habe nämlich hier gleichzeitig noch ein Gerät laufen, ja, ein Gerät, mit dem ich ins Internet gehen kann. Und über das Internet kriege ich diese Sachen direkt, also es ist direkt angeschlossen, müssen Sie sich mal vorstellen, direkt angeschlossen. Und was die Technik heutzutage nicht alles kann. Das Internet, ja, wir haben es ja noch nicht so lange, deswegen ist es noch so ein bisschen Gewöhnungssache, aber unsere Techniker, die haben voll den Durchblick. Und dann werden Ihre Antworten sofort an mich gesandt, ich kann mir die anschauen, ich schaue mir die auch an und werte die dann gleich aus. Und falls Sie gewonnen haben sollten, Sie fügen dann noch einen anonymen Namen ein, oder Sie können auch Ihren echten Namen nehmen. Online, mir fällt jetzt gerade der Begriff nicht ein, deswegen sage ich einfach online, und dann geben Sie einfach Ihren Namen ein und dann rufe ich Sie aus, falls Sie gewonnen haben. Natürlich müssen Sie noch Ihre E-Mail-Adresse angeben, aber selbst wenn Sie die nicht angeben, Sie kennen das heutzutage im Zeitalter der Datenkrake, wir finden Sie sowieso. Jetzt habe ich noch was für die Manga-Fans, und zwar ist das hier eine wunderbare Cappy, meine Damen und Herren. Wie lange ist es her, dass Sie eine Cappy getragen haben? Wenn Sie so 40 sind oder vielleicht sogar 50 oder so und Sie sind jetzt nicht so ganz hip,
dann ist das also so auf dem Trip, so von wegen, ich will jünger sein oder so, da denken sie sich, Cappy, das ist doch nur was für die junge Generation. Nein, aber nicht diese Cappy. Diese Cappy ist ebenfalls einmalig, ist limitiert auf 10.000 Stück. Sie können einer von 10.000, nur 10.000 Besitzern so einer Cappy werden. Stellen Sie sich das vor, es ist einfach unglaublich. Selbst ich beneide Sie jetzt gerade. Sie dafür, dass Sie diese Chance haben. Die habe ich nämlich nicht. Und zwar ist das eine Cappy mit dem UFO Robot Grandizer drauf. Ich habe keine Ahnung, was das genau ist. Ich kenne mich in dem Bereich nicht so sehr aus. Aber ich weiß nur eins, diese Cappy sieht mega cool aus. Kommen wir nochmal zum Horrorbereich. Auch mein persönlicher Lieblingsbereich. Kommen wir noch einmal dazu und schauen Sie sich das hier an. Das ist eine Tasse. Ja, was sehen Sie? Police, können Sie vielleicht erkennen? Raccoon, ja, warten Sie, Raccoon, Police, Chris Redfield. Wer kennt ihn nicht? Chris Redfield. Jeder, der schon mal auf YouTube war, dem sagt dieser Name was. Ich sage es Ihnen. Das ist nämlich eine der Figuren aus der Resident Evil Computerspielreihe. Und den können Sie jetzt auf einer Tasse haben. Verewigt auf einer Tasse. Ich sag's Ihnen. Hier, sehen Sie, schauen Sie sich dieses unikate Stück an. Es ist unglaublich. Ein fantastisches Stück. Auch wieder eine dieser Spielreihen, bei denen ich schon ewig darüber nachgedacht habe, sie mal zu machen als Verzetteler. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, auch dafür reicht mein Skill nicht. Noch etwas. Ein Bild. Etwas für Kunstliebhaber. Sind Sie Kunstliebhaber? Mögen Sie das? Vergessen Sie Rembrandt. Schmeißen Sie Ihren Picasso weg. Ja? Schmeißen Sie ihn in die Ecke. Sie brauchen ihn nicht mehr, nachdem Sie dieses Bild gesehen haben. Es ist einfach Van Gogh. Van Gogh verkocht, wie der Niederländer sagen würde. Ich sage es Ihnen. Jetzt kommt das einzig wahre, das einzige Bild, das Sie brauchen. Das einzige Bild, bei dem Sie sagen, ich finde es so schön, dass ich das Bild wirklich guten Gewissens über meinen Kamin hängen würde wollen. Das. Ja. Wer kennt sie nicht? Michael Myers, Jason Voorhees und Freddy Krueger. Und wer schon einmal Freddy vs. Jason gesehen hat, der weiß vielleicht etwas damit anzufangen, meine Damen und Herren. Ja, Michael Myers ist eh ein Alleingänger, den braucht man auch nicht als Freund. Deswegen macht Jason Voorhees natürlich diese Geste in Richtung Michael Myers. Aber Freddy Krueger und Jason Voorhees, sie sind für sich einfach eine Ergänzung jeweils. Ja, wer hat sich das nicht schon einmal gewünscht, dass sie sozusagen zusammenarbeiten? Und bei Freddy vs. Jason war es auch soweit. Vielmehr möchte ich hier an dieser Stelle darüber nicht spoilern, nur dass diese wunderbare, scheinbar wunderbare Zusammenarbeit nicht von langer Dauer war. Aber wenn Sie dieses Bild jetzt haben wollen, meine Damen und Herren, dieses wunderbare Bild, ja, was so ein bisschen wie Pop Art aussieht, und das ist doch die einzig wahre Kunst, Pop Art, ich sag's Ihnen. Kennen Sie noch diese Bravo-Hits, auf der dieses Bild von mit Pop Art, ich glaube, das war sogar von Freddy Warhol drauf war. Ich kenne das noch, meine Damen und Herren. So alt bin ich schon, dass ich noch diese alten Bravo-Hits-CDs kenne. Das war doch ein wunderbares Bild, oder? Und wenn Sie das gemacht haben, dann mögen Sie auch das hier. Ich sage es Ihnen. Das wollen Sie überall hinhängen. Leider geht das nicht überall, denn Sie haben ja nur eins davon. Aber
Wissen Sie was? Wir haben auch nur eins davon. Deswegen rufen Sie jetzt bitte sehr an. Tun Sie sich selber diesen Gefallen und rufen Sie jetzt an. Und zwar unter 01123 echt jetzt. Also ECHTJETZT oder auch 01123 3248 53898. Meine Damen und Herren, lassen Sie sich das nicht entgehen und deswegen zögern Sie nicht lang, sondern rufen Sie jetzt an. Und nennen Sie mir einen Buchstaben, der mit D anfängt. Einen Buchstaben. Ich bin absolut verwirrt. Ich bin so euphorisch, dass ich absolut verwirrt bin. Ich sag's Ihnen. Nennen Sie mir einen Monat, der mit D anfängt, aber nicht Dezember ist. Am Ende kommt die Auflösung. Ich sag's Ihnen. Deswegen haben Sie jetzt nur ganz, ganz kurz Zeit. Sie haben wirklich nur noch ganz, ganz kurz Zeit. Denn jetzt kommen noch drei Stücke und dann war's das. Das hier. Eine Freddy Krüger Figur. Wunderbar. Hier mit einem gierigen Grinsen im Gesicht, so wie man ihn kennt. Und von Wolken oder von Nebel, Nebelschwaden umgeben. Denn er taucht immer wieder erschreckend auf. Er kommt in ihre Träume. So unglaublich ist dieser Mann. Der schafft alles, wenn er will. Und er könnte es sogar in ihr Zuhause schaffen, wenn sie jetzt anrufen oder sich online melden. Das kann ich auch gleich nochmal verkünden. Online melden und mir einen Monat, der mit D anfängt, aber nicht Dezember ist, nennen. Einen von 12, das werden sie ja wohl hinkriegen. Ein Monat von 12. Am Ende kommt die Auflösung, die ist auch gleich. Deswegen haben Sie jetzt nur noch ganz, ganz kurz Zeit. Rufen Sie jetzt an unter 01123 echt jetzt. Also 01123 ECHTJETZT oder auch 01123 3248 53898. Oder schreiben Sie uns Ihre Antwort auf www.istdaswirklichdeinernst.de oder auch www.ist-das-wirklich-dein-ernst.de. Es ist aber vollkommen wurscht, ob Sie die Bindestrich einfügen oder nicht, denn die werden automatisch eingefügt. Stellen Sie sich mal vor, selbst das kann die Technik heutzutage. Unglaublich. Sehen Sie, ich habe mich vertan. Wir haben sogar noch wirklich drei, jetzt noch drei Stück. Und zwar, hier musste ich mich wunderbar drüber checkig lachen. Das hier ist, das nächste Stück ist ein The Shining Flaschenöffner. Mit der Axt von, ich komme gerade nicht auf seinen Namen, dem Haupttypen da aus The Shining. Wunderbarer Flaschenöffner, oder? Und wenn Sie sich vorstellen, dass man auch so einige lebendige Flaschen damit öffnen könnte. Unglaublich. Zumindest wenn das Ding hier ein bisschen größer wäre. Und das war genau der Grund, warum ich über diesen, meiner Ansicht nach, Gag so herzlich lachen musste. Also wenn Sie hier mit diesem Schmuckstück zukünftig Ihre Flaschen öffnen wollen, egal welche Arten von Flaschen, dann rufen Sie jetzt an oder gehen Sie jetzt unter www.istdaswirklichdeinernst.de und ja, nennen Sie mir einen von 12 Monaten, die mit D anfangen, aber nicht Dezember sind. Oder rufen Sie an unter 01123 echt jetzt oder auch 01123 324 853 898. Nun kommen wir zum zweitletzten Stück. Etwas zum Anziehen. Etwas, was Sie nicht nur anziehen, sondern was mit Sicherheit auch anziehend wirkt. Ha! Dieses wunderbare Stück hier. Oh ja, ein wunderbares T-Shirt. Nicht wahr?
etwas für alle Manga- oder Anime-Fans, was auch immer sie sind. Das habe ich ganz vergessen zu sagen. Sie können natürlich auch Anime-Fans sein, dann kann Ihnen das trotzdem gefallen. Manga, Anime, irgendwie sowas. Und gerade dieses T-Shirt sollte Ihnen dann wunderbar zusprechen. Hier in der Größe XL, aber ich sage Ihnen, wir haben alle möglichen Größen. Deswegen, es ist egal, wie jung oder alt Sie sind, wie füllig oder dünn Sie sind. Es ist absolut wurscht. Wir haben mit Sicherheit das Richtige für Sie. Und nun zum letzten. Und dafür muss ich mal kurz aufstehen. Schauen Sie sich das an, wie das aussieht. Wunderbar, damit kommt jede einzelne Rundung in das richtige Licht, wird in das richtige Licht gedrückt. Und schauen Sie sich das an, hier oben mit Ghostface und da steht drauf Halloween the Animated Series. Wunderbar, oder? Dreh dich noch mal, Felix. Ja, sexuell. So, jetzt muss ich mir erstmal meine eigene Erektion wegmassieren. Ja, ich habe dieses Wort verwendet. Rufen Sie jetzt an oder gehen Sie jetzt auf unsere Webseite. Ich nenne beides gleich noch einmal und dann warte ich noch 10 Sekunden und wenn Sie bis da nicht reagiert haben, dann sind Sie selbst schuld und nennen Sie einen Monat, der mit D anfängt, aber nicht Dezember ist. Nur ein Monat. Stellen Sie sich mal vor, einer von 12. Eine Chance von 1 zu 12. Ja gut, ehrlich gesagt ist die Chance noch ein bisschen größer, aber Sie wissen genau, was ich meine. Sie wissen, beziehungsweise die Chance ist noch ein bisschen kleiner, aber Sie wissen, was ich meine. Ein Monat, der mit D anfängt, aber nicht Dezember ist. Jetzt ist Ihre letzte Chance. Jetzt ist Ihre allerletzte Chance, während ich nochmal die Sachen hier verkünde. Rufen Sie an unter 01123 echt jetzt. 01123 ECHTJITZT oder auch 01123 324853 898 oder schicken Sie uns die Antwort und mit unserem Formular unter www.istdaswirklichdeinernst.de oder auch www.ist-das-wirklich-dein-ernst.de. Und jetzt sage ich Ihnen noch etwas, was ich Ihnen nur einmal sage. Sollten Sie Beschwerden haben, sollte Ihnen irgendetwas doch nicht passen oder etwas beim Versand kaputt gegangen zu sein oder wollen Sie uns einfach nur Kritiken, die natürlich nur positiv sein könnten, zu unserer Sendung hier schicken, dann schreiben Sie jetzt bitte eine E-Mail an oder schreiben Sie dann später eine E-Mail an. Don't blame the clerk, blame the boss at verzettedichselbst.ztv. Ich wiederhole nochmal, don't blame the clerk, blame the boss at verzettedichselbst.ztv. Und jetzt, meine Damen und Herren, ist der große Moment gekommen. Jetzt kommt die Auflösung. Die müssen Sie sich jetzt vorstellen, weil ich weiß nicht, wie man das hier bei OBS einblendet, ohne dass dann mein Gesicht flöten geht. Deswegen müssen Sie sich das jetzt einfach vorstellen. Ich nenne Ihnen jetzt die 12 Monate, alle Monate, die so easy gewesen wären, die mit D anfangen und nicht Dezember sind. Passen Sie auf. 1. Der erste Monat. Der zweite Monat. Der dritte Monat. Der vierte Monat. Der fünfte Monat. Der sechste Monat. Der siebte Monat. Der achte Monat. Der neunte Monat. Der zehnte Monat.
der 11. Monat und der 12. Monat. So schwierig war das doch nicht, meine Damen und Herren, oder? Jetzt fassen Sie sich wahrscheinlich an den Kopf und denken sich, wie konnte ich darauf nicht kommen? Und ich sage es Ihnen doch, es gibt 12 Monate, die man trotzdem nennen kann, die mit D anfangen, auch wenn Dezember keiner dieser Monate sein soll. Es wäre doch so einfach gewesen, aber sei es drum. Schalten Sie einfach beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, verzette dich selbst. Das war's von mir, dem Verzetteter. Habt noch einen schönen Tag, liebe Leute. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.